three from the score. But something. Der hat einen Armbruster auf dem Kopf. Er ist mehr Maschine als Mann. Wer ist da weggerannt? Was zum. Ein Merchant Cage hält geöffnet, was? Verborgener Belagerungsgolung der Verachtung. Was soll denn das heißen? Der stand gerade im Merchant Cage hat geöffnet. Oh ja, nicht. Ich sehe ja voll viele Items gerade, die meine Sicht blockieren. Alter, was ist denn hier alles gestorben, ey? Gott. Der Große ist schon tot? Ich glaube ja. Mein Gott, sind ja viele Sachen gerade. Na, gib mir den Trank. So. Die Sachen hier langsam mal stärker. Ja, das ist ja für eine Scheiße. Oh, ein Kriegsanker, geil. Na gut. Ja, das werde ich nicht alles aufheben, leck mich. Oh Gott. Ein Golem. Belagerung, Golem der Asche. Ja. Ja, nicht der Verachtung. Von der Asche bei mir. Belagerungsgolem der Verurteilung. Ich mag es irgendwie nicht, wie du mich am Verurteilen bist, also. Oh. Im Hintergrund ist das. Ich höre so ganze Zeit so Maschinengeräusche, da sind im Hintergrund irgendwie so Ballisten oder so. Wir sind ja nicht auf dem Planeten Maschinenplaneten, ne? So. Mein Gott, ist gerade eine Krähe voll weit, voll schnell am Bildschirm vorbeigeflogen. So. Alter, zwei Milan-Sachen hier, ey. Ah, das ist der Magier. Hm. Merken. So ist mein Raptor friss. Was ist das Ding? Gib uns das. Kritische Trefferchance. Boom. Irgendwas. Ja, das ist wieder so ein. Oder nicht? Ein Brunnen oder so. Ja, auch begrüßt. Von Brutal oder Vengari. Da sind irgendwelche komischen Bücher. Was ist das? Okay, das ist ein ziemlich. Das, oh, da ist ein Stärker. Los, auf ihn los. Er rennt weg. Er kommt wieder zurück. Los, mein riesen Skorpion. Oh, da ist er. Oh Gott. Ja, aua. Der hält aus, der hält aus. Ich teile aus, ich teile aus, ich gebe ihm. Ist auch was, okay. Ich komme mal auch rein, gegen ein. Ich sehe da LP von unseren Viechern runtergehen. Yeah. So. Okay. Haben wir noch ein paar Gegner vor kaputt. Boom. Stich, 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 stich. Blitz, Blitz, Blitz. Für wen? Kenn ich nicht. Ah, okay. Ja. Jetzt machen wir den Magier platt. Gib uns dein Zeugs.
Ich hätte mich selber. Oh Gott. Blitze. Und da war er mit. Zum mentaler Nomadengürtel der Funken. Alles klar. So, was zum dieser Helm hat 285 Rüstung. Ich glaube, den setze ich mir auf den Kopf. Parierchance. 600 Bemerkungsschaden wird als Gesundheit geraubt. So. Totengräber, Kultistenklinge des Skorpions. Oh, eine Riesenkeule des Ruhms. Ausgezeichnet. So, ich glaube, dieser Helm. So, wo ich habe ja einen. Ich habe einen Helm, der gibt mir 265 Rüstung. Will ich das haben? Ich glaube ja, die Sachen. Flammende Riesenkeule des Entzündens. Gott, wie ich aussehe. Auch nicht gut aussehe. So viele provisorische Sachen bisher noch. Na gut. Für so viel Rüstung nehme ich das. So, jetzt können wir die erste Quest hier machen. Die Vengari-Feste. Gott, ey, wenn wir schon mit den Level 58er Boss hier Probleme hatten. Von dem Echo. Wow. Alter, da sind Gegner, stehen nicht einfach nur so da. Bin am Reden. Ich halte hier die Stellung für Feinde, die sich uns nähern, dieser Feste. Ja. Oh nein, da sind Gegner. Noch nur jemand, was dagegen tun könnte. Oh Gott, viele Gegner. Was bist du denn? Bist du der Typ von dem Diablo Cover? Oh Gott, hier sind eine Menge Gegner. Nee, von dem früheren Diablo. Also. Dieser gehörnte Typ irgendwie, sieht irgendwie so aus. Schon wieder was Lilanes. Oh. Gott. Dornenbesetzter Meruna Panther des Verteidigens. Neue Feuerschein, neue Diener Feuerschein. Da wird auch ein Götze für dich. Oder etwa nicht? Ja, kommt hin. Ich mache ja keinen Feuerschaden. Ich mache ja auch Feuerschaden. Ja, ja. Kann ich ja gleich geben. Ja, gib's mir. Ich werde schon irgendwo bei dir reinpassen. Gegenstand verschenken. Also habe ich zwei Sperrkämpfer, yay. Gib mir. Ja, ich will das haben. Vengaria. Also deine Plätze da alle schon voll? Ja. Ja, ich auch. Ob alle davon gut sind, weiß ich nicht, aber. Ja. Boah.
nicht weitergehen, Daniel, tu das nicht. Ich gehe nicht weiter, die Gegner kommen auf mich los. Ja, so geht auch. Was ist mit dir? Der bewegt sich gar nicht. Ich komme ja schon. Nein, ich meine den Gegner hier. Also. So ein Mammut oder irgendwie so, er steht einfach nur. Warum lässt sich angreifen hier von meinen? Ja, der Viecher. War eingeschüchtert. Wow, was war das für ein Angriff? Das ist ein Brutalo. So. Ah, Feuer. Genau den Angriff meine ich. Brutalo, der Vengari. Brutalo, gefällt mir. So, wenn ihr mal kommen. Okay. Oh, von da sind wir gekommen. Okay. Rein da, meine Leute. Tisch. Die gehen einfach nicht. Gehen einfach meine Tiere vorbei. Wie könnt ihr es wagen? Ja, es gibt wieder so ein neues Rage Game gerade. Ja? Ja, ja. So ein Spiel, wo du irgendwie so ein Felsen irgendwie. Ja, Berg. Ich weiß jetzt nicht, wie man das ausspricht. Eine Pfifferlist oder so, ja. Oder ja, ja, irgendwie so ein Game of. Nee, das ist ein Tiermeister. Ja. Was? Der heißt sogar nur Tiermeister, wie kann er es wagen? So als wäre er der Einzige. Er ist der Einzige. Dieser Arroganz. Was willst du denn kritisieren dann? Du bist auch so einer. Aber er nennt sich einfach nur Tiermeister, so als wäre er der Einzige. Das passiert ja auf irgendeiner griechischen Mythologie. Der eine, der dann immer den Felsen immer wieder nach oben schießt, nur damit er wieder runterfällt. Ja, ja. Ja, ich weiß, ja, was du meinst. Hab ich auch schon von gehört, ja. Oh, Mesophysis oder wie der Putzi heißt. Ja, a game of syphilis, irgendwie. Ja, Syphilis sagen wir, genau. Der Typ hat die Syphilis erfunden. So, hier ist Feuer, ja, kommen wir nicht weiter, weil. Ja, du kannst nicht durch Feuer rein. Jetzt habe ich drei Speerträger, so viel hatte ich noch nie, ey. Wir haben das Spiel gecrashed, Daniel. Wir brauchen gar kein Spiel. Wir haben einfach nur eine riesige Armee. Quantität, Leute. Quantität. Wir kämpfen gegen die kämpfen sich dagegen, werden wir. Ja, ja, habe ich gesehen. Ausgezeichnet. Ja, das ist auch so ein berühmtes, weiß ich nicht, Zitat. Quantität ist auch eine Qualität an sich. Ja. Das stimmt doch. Ja, stimmt auch, wenn er. Ja, wenn er kommt drauf an, wie viel Quantität du hast, ne? Wenn die Überzahl zu groß ist, dann spielt das auch keine Rolle mehr. Die Quantität, ja, ja, spielt dann auch keine Rolle mehr. Wenn die Gegner zu zahlenmäßig überlegen sind. Genau das machen wir gerade. Ja, irgendwie schon. Und dann kämpfen wir gegen Cthulhu und King aufs Mal. Ja. Ja, das ist einfach, weil ich nicht gehe. Eure Quantität ist mir egal. Ja, ein paar Level, dann wird das schon. Soweit die Theorie. Das ist aber eine blöde Mechanik, gegen den zu kämpfen, das werden. Mich kommt der fast so vor, als wäre der Endboss von der Hauptstory, ey.
Na, mal schauen. Oh Gott, was war das denn? Also was scheint es ja noch zu geben in diesen Monolithen. Ja. Schwamm der Beherrschung. Er beherrscht sich meinen Jenseits. Und er hat dich wegbeherrscht. Da ist ein Thron, den will ich anfassen. Mhm. Echo erobern. Geile Unterhaltung. Ja, einfach nur. Hm? So, finde die Vengari-Häuptlinge und fordere sie heraus. Was? Irgendwie ist das immer noch am Blinken. Ja, bei mir auch. Herr Schmutzgeneral, es wurde bereits entfernt. Okay, bei mir steht aber schon Portal öffnen. Ja, bei mir auch. Ah, bleib mal hier. Wo willst du denn hin, Daniel? Hm. Oder fertig? Oh, oh, ich kann da nicht nachgucken. Okay, ich glaube, wir sind fertig hier. Oh. Okay. Hm. Nicht, dass da ein Magier ist, aber ja, so eine Quest war das, ja. Ich komme sofort. So. Immer im Inventar einfach nur voll ist mit hier Splitter und so. Und dann ist es wieder leer, aber ich habe jetzt zu mache. Oh Gott, viele Gegner, geh weg, geh weg, geh weg. Dann mache ich mal meine Gummibärchen auf. Meine Katjes vegan. Weil ich ein gesunder Junge bin. Veganer, Daniel? Weiß er nicht. Wie weißt du nicht? Ich muss an einigen Ecken irgendwie gesünder leben. Oh, Love. Ja, ich weiß nicht. Mein Gummibärchen sagt Love. Okay. Da sind so Wunderland. Da sind irgendwie ja, Einhörner drauf. Das soll dich davon abhalten, das zu essen, nämlich mal. Ja. Okay, warte, ich verschwinde jetzt hier. Bevor wir heute angefangen haben zu zocken, habe ich noch eine ganze Tüte Erdnüsse gefuttert. Ja, Erdnüsse sind gut. Ja, dann nicht nur Erdnüsse, da waren so Erdnüsse in so einem Teigmantel, also. Ja, das ist nicht gut. Er hat keine Zeit. Wir sind ja so spät einkaufen gegangen. Ich bin aber ein Mann, ein großer Mann. Und ich wollte nicht so lange warten lassen. Ah, ich werde schon nicht abhauen. Ja. Also war das sowieso wieder ein halbwegs Start. Oh Gott, hier ist ein Boss. Ah. Oh, der ist tot. Warte, ich habe auch. Nein! Nein, ich habe mich gerade versucht, den zu. Okay, ich bin hier. Oh, komm zurück. Ich hau so lange ab. Boah, geht nicht schon wieder. Warum geht das nicht? Muss ich dein Portal öffnen? So geht's. Ja. So. Ich glaube, sind wir halt immer noch nicht fertig hier. Ja, ich weiß nicht, da steht, wir müssen die Häuptlinge finden, ne? Ja. Ich glaube, ja, der nächste Quest, oder? Ich hab gar nicht meine Diener hier, ey. Da bist du. Boah. No, ja. So. Oh, was wie ein ist. Aussaugender Solarium-Hammer. Alles klar. Hm. Ja, Nahkampfschaden brauche ich nicht. Na gut, dann müssen wir hier wahrscheinlich noch mal machen. War schon der Boss? Nicht. Ist gerade nicht an den gestorben gerade? Ja,
bin ja gestorben, aber weiß nicht, ob der mich getötet hat oder nicht. Boah. Ja, ich kann auch was vom Himmel regnen lassen. Witze. Lightning Bolt. Lightning Bolt. Lightning Bolt. Lightning Bolt. Lightning Bolt. Lightning Bolt. Die sind ganz schön noch groß, ey. Ja, hier zum Beispiel, hier kommen wir auch zum Beispiel noch. Hier sind wir doch lang gelaufen schon, oder? Der Dungeon ist noch ganz schön groß, ey. Ja, meine Karte jetzt ist wieder unaufgedeckt hier, weil ich gerade rausgegangen bin. Ja, bei mir nicht, ey. Ja, ich weiß nicht, was hier noch erkundet ist und was nicht. Ich kann aber meine Karte hier irgendwie nicht aufrufen. Ich weiß nicht, wie du das machst. Ich kann es dir sagen, ich drück den Analogstick rein. Na, ja, hab ich irgendwie eine. Hast du einen Analogstick, glaube ich nicht. Tastenbelegung. Karte öffnen auf M, ja, aber da kann ich nur die Weltkarte da öffnen hier. Ja, ich glaube, jetzt haben wir alles. Na, verschwinden wir. Karteneinblendung horizontal rechts, horizontal links. Ja, jetzt haben wir alles. Dann verschwinden wir. Also sind da keine Bosse? Hier ist dann schon nichts mehr. Hast du die ganze Karte offen? Ja, nicht ganz. Ich glaube keine Gegner mehr. Ich laufe noch ein bisschen herum. Noch ein bisschen. Los, mein Wolf, setz deine Nase ein. Bin ich hier wieder bei dem Thron da? Ich glaube, meine Karte hat sich auch wieder verdeckt, weil ich gestorben bin. Hier. Boah. Da geht es nicht weiter. Ich sehe dich auf der Karte da. So, sind wir hier fertig. Ich glaube, wir haben alles gekillt, ey. Ich gehe nochmal eben da lang, dann habe ich, glaube ich, die ganze Karte aufgedeckt. Na, was hängt der Typ denn hier so ab? Wer hat denn den aufgegeben? Okay, hier geht's noch weiter. Bis zum Dörfer. Wie groß ist denn das hier noch, Leute? Alter! Haben wir alles? Die Karte hier geht noch ziemlich weiter, ey. Okay. Ja, noch Gegner? Nö, ich habe keine mehr gesehen. Dann muss ich auch nicht. Hier war jetzt gleich herausgehen, wir müssen noch mal hier rein. Deshalb gucke ich gerade, die ganze Karte aufzudecken. Boah. Wie spannend gerade. Kann ich ja, hier die Karte. Kann ich hier die Karte aufrufen? Nee. So, jetzt müsste ich aber die ganze Karte haben. Ja, ist nichts mehr. Ja. Okay. Na gut, dann gehen wir. Ich kann das Portal nicht öffnen. Kannst du das Portal öffnen, Daniel? Ja, ich bin draußen. Also unten rechts nicht neben deiner Mana-Leiste irgendwie so ein Knopf? Ist nicht mehr da. Okay. Ich habe mich jetzt zu dir geportet. Ah. Okay. Okay, ist abgeschlossen. Also, dann waren wir fertig. Okay. Mein Fehler. Arena, so, wo gehen wir als nächstes hin? Dahin, Folianten Erfahrung, seltene Ringe, Goldhaufen. Holen wir uns mal ein paar Ringe, nehme ich an.
Ja, ein borealer Wald. Ja, Boreo, das ist einer der sieben Winde, der vier Winde. Okay. Der Wind des Eises. Ah, die Aurora Borealis. Ja, das hat was mit griechisch oder lateinische Mythologie. Na, wusste ich nicht. Da ich dachte, die vier Winde, die heißen alle Boreos, was weiß ich nicht, Arius und was weiß ich nicht alles. Da gibt es da nicht auch Pokémon von? Ja, die basieren darauf. Also nicht die Pokémon. Ja. Brumm, bum, bum. Sehr gut. Mehr Heilung. Da. Dum, dun, dun. Schum, bim, bum. Was sind das denn für Viecher? Ich glaube, das sind wieder Tragottos. Ja, wo putzt sich aus? So, oh, die Kameras sind immer geflogen. Verborgener Pionier der Zähigkeit. Was fliegt denn da alles bei dir? Ey? Oh Gott, hier sind zwei Bosse. Ich bin da. Ich habe mich mit den einen gekloppt, dann ist der andere noch vom Himmel gefallen, glaube ich. Gott, was hat er da für einen Kreis um sich herum? Ah, fuck. Ich hab's erwischt. Nein. Okay, ich glaube, die kämpfen noch gegeneinander irgendwie. Ich gehe mal ein bisschen auf Abstand hier. Oh, mein Dagger am Sch- okay. Nein, meine Krähe. Könnt ihr jetzt wagen? Ja, und kippt der nicht. Es gibt nur einen Typ. Alter, ich bin gleich schon wieder drauf. Ja. Mein Gott, kannst du mal mit deinem blöden Lichtwellen hier die ganze Zeit aufhören? Aua! Da, Aurelius. Ist er nicht? Hat du ja, gerade gesagt? Pontifex Aurelius. Alles klar, ihr lenkt den ab von hinten nicht. Von vorne, ich greife ihn von hinten an. Aua! Aua! Hey, diese Lichtwelle. Ich mach den Schaden, keine Ahnung. Der ist gleich down. Da, geh auf meine Tiere los. Dafür sind sie da. Er ist tot. Aua. Okay. So, dann schon mal erledigt. Wo ist das? Oh mein Gott. Geile Frisur, ihr Leute. Jetzt auf die. Tisch. Geht auf den los. Jetzt auf den. Halten Sie vor mir fern. Ruhe. Ja. Ins Gesicht. So, was hat? Auch mehr Erfahrung, sehr gut. Lost Guardians Cage geöffnet. Ja. Das ist ein lilaner Schild. Das Lilan. Ja, das ist was lilandes. Unzerstörbarer Kavalierschild der Isolierung. Ist der gleiche, den ich bekommen habe? Aber ich kann das nicht mehr schaden. Nee. Ja, vor allem fliegt sie den Schaden. Oh, reflektierter Schaden. Wieso ist das too much? Wie viel wiegt denn das? What? Ja, ich kann das nicht tragen, ey.
Nein, mein Inventar ist nicht voll. Ich nehme an, das ist too much. Das ist ein Level zu hoch von dem Ding. Nein, das Ding ist, nimmt zu viel Platz. Das ist zu groß, das Ding. warte mal. Muss dein Inventar ein bisschen leeren. Ja. Mein Inventar ist ja nicht mal voll. Das ist der, ich tue gar nichts mehr einsammeln hier die meiste Zeit. Ich sammle auch nicht viel ein. Ich tue eigentlich nur Splitter einsammeln und ja, ich auch. Und dann, wenn wir weiter nicht gegen den Maya gekämpft haben, den seine Klamotten. Da habe ich das Ding eingesammelt. Hat sie überhaupt benutzen, Schilde? Nö. Ja, aber das ist nicht, ich kann nicht schon benutzen. So. Oh, zerreißender Dreizack. Was zerreißt denn der alles? Alles, alles, was das Licht berührt. So, ich glaube, jetzt gar kein Magier. Bin jetzt hier schon überall hingegangen. Ja. Na gut, gehen wir. Ja, da kommt ein neuer Animationsfilm von Disney, Daniel Mufasa. What? Ja, er ist Mufasa. Erzählt die Geschichte von Mufasa. Hab ich nichts von gehört. Spaß, ne? Das war ein Trailer, ja. Lass mich raten, in dem Film ist er schwarz und schwul. Yes. Nein, aber weiß ich nicht, die Leute sind nicht begeistert. Ich weiß nicht, es fehlt den. Weiß ich nicht, die machen. Der andere war auch nicht gut, der andere Animationsfilm von König der Löwen, oder? Ach, wieder so mit so realistischen, oder was? Ja, ja. Boah. Das Zeichen kriegt bestimmt nicht. Das haben die Leute auch gesagt. Das sollte 2D-Animation sein. Warum ja, so ein Scheiß? Ja, ich habe gedacht, so 3D-Animation, so wie, keine Ahnung. Nee, Frozen oder irgendwie wieder, so. Ja. Das ist wieder so. Animation, Real Life. 3D. Hm. Naja. Ja, gut, ne? Horn, Einhorn. Wow, was ist das denn für ein schöner Ort hier? Oh, was ist das? Hast du die riesigen Feuerkreise gesehen? Ja, genau, ja, die. Ich komme mit immer heftigeren Zeugs hier, habe ich so das Gefühl. Mich nicht da weiter weg. No, geh aus dem Weg. Ja. So bedrohlich aus diese riesigen Kreise. Ja. Okay, jetzt kommen die schon ohne. So, wenn wir da wieder mal zum kaputt machen. Ja, von da kommen die Dinger her, glaube ich. Hast du den Gegner gefunden oder was? Ja, jetzt ist so ein Ding zum kaputt machen hier. Aber Verlagerungsspitze. Kämpfe gerade gegen die Materialchen der Vengarin. Was? Und da war es mit der Materialchen. Boah! Was ist das? Boah.
Oh, ich glaube, da hat mein Charakter gerade geblockt. Was war los? Habe ich weniger Schaden genommen. Ist das nicht schön? Ja, das ist immer schön. Regnet da immer noch Feuer von mir? Da sind ganz viele Geisterkatzen. Da bin ich ja froh, aber wieso? Hm. Los, friss, mein Raptor, friss. Ja, irgendwie kriege ich keine Erfahrungspunkte hier für meine Skills. Kriegen wir keine hier bei den Monolithen? Nein, nicht. Wir sind immer noch an der gleichen Stelle wie vor einer Stunde. Ja, dann weiß ich nicht. Kann gut sein, dass wir das hier nicht keine Erfahrungspunkte für kriegen. Ja. Ja. Oh ja. Gott, fuck, mich hat er weg. No, du bist von dem Feuerbällen getroffen. Ja, ich wurde vorher gestunt von dem Blitz, da konnte ich nicht mehr abhauen. Ja. No, den da? Ja. Ich habe auch Blitze. Oh! Das hat so einen Stun-Effekt, der Blitze. Oh, Materialchen der Vengari, alles klar. Ja. Und da. Wow, Leute, hier sind doch gar keine Gegner. Der macht gar keinen Schaden, dieser gegen ein Skelette. Ja. Meinst du die für das Feuer hier? Ja, ja. Ja, kann gut sein, ne? Und auf das Ding, Leute. Ich habe mir mal die beiden Dune-Filme angesehen. Okay. Ja. Und? Ganz gut, ja. Oh, gut, ne? Also schlecht sind die nicht, aber. Doof. Aua. Ich bin ja zu den besseren Filmen und hab zwei. Jedenfalls des heutigen Jahrzehnts stehen die dazu zu den guten Filmen. Kam da sehr viel Sand vor. Ja. Und zwar 24 Stunden Sand. Oh. Ja, die sind ja nur auf dem einen Planeten. George Lucas hat ja alles geklaut von Doom. What? Ja, nicht alles, aber der hat sich davon inspirieren lassen, also. Okay, er ist noch älter. Du? Ja, klar, du bist älter als Star Wars. Ja, okay. Ja, ja. Der hat sich davon, ich meine, Tatooine ist basierend auf Dune, ist ein reiner Wüstenplanet. Und die tun da was abbauen, nicht wegen dem Sand sind die da, sondern wegen dem Spice. Also in Star Wars gibt es ja auch Spice. Ja. In Dune ist Spice nicht um, das hat auch eine bewusstseinserweiternde Wirkung, aber vor allem wird das als Treibstoff verwendet. Das heißt, Spice ist sehr wichtig. Damit kannst du durch den Weltraum reisen. Wenn du kein Spice hast, kommst du auch nicht durchs Weltraum. Das heißt, wer das Spice kontrolliert, kontrolliert das ganze Universum praktisch. Da gibt es da halt auch ein Imperium, da wird ja angeführt ein Imperator und dann gibt es noch die fünf großen Häuser. Okay. Ja. Ja, so ein bisschen vielleicht. Bisschen inspiriert vielleicht. Ja, der George hat sich da inspirieren lassen. Und dann geht es um den Hauptcharakter, der heißt Paul. Der ist anscheinend der ist der Auserwählte. Der kann die Zukunft und die Vergangenheit sehen. Der Name des Hauptcharakters ist Nuke Drywalker. Ja, es ist ein bisschen komischer Blend, ne? Paul, einfach nur Paul, der ist auch von einem der großen fünf Häuser da. Der hat jetzt halt, ja, praktisch im Ende des zweiten Films hat er jetzt praktisch einen Dschihad angezettelt. Einen Heiligen Krieg gegen anderen Häuser. Das hat dazu geführt, dass er sich jetzt zum Imperator ernannt hat am Ende des zweiten Films und die anderen Häuser akzeptieren das nicht, also wird es jetzt einen galaktisch-weiten Krieg geben. Aber der ist ja Bösewicht.
Der wird zum Aaron dieser Filme. Das ist ein bisschen kompliziert, die Geschichte. Oh, laufen wir überhaupt hier noch rum, ey. Er hatte nicht wirklich eine andere Wahl, als Imperator zu werden. Ja, warum laufen wir überhaupt noch hier rum, ey? Hier ist doch nichts mehr. Ja, wir sind fertig, ne? Naja. Die Magier lohnen sich irgendwie nicht mehr. Also, die haben sich noch nie gelohnt, habe ich so ein Gefühl. Ja. Also will ich nicht 5 Stunden hier in jedem von diesen Dingern hier rumeiern. Na, gib mir das noch, boom. Zack. Zack. Bis später, Leute. Ich verziehe mich. Aber vor den Gegner ja Portal geöffnet und abgehauen. Oh, Ohrringe. Ringe meine ich. Ohrringe. Ich hab krieg gar nichts. Ja, auch nicht. Ja, jeder nicht. Keine Ruhe, gar nichts. Ach, weil du gestorben bist, ne? Ja, daran liegt das, genau. Haben wir ja letztens schon, glaube ich, rausgefunden. Warte mal hier noch. Runen. Seitene Helme hat man nicht schon letztens. Egal. Schon wieder die schneebesetzten Gräber. Ah. So, whoop. Oh, leck. Ja, grüne Stiefel. That is too much. Oh Gott, was hat hier so am Lenken? Oh. Was hat denn Obsidian-Resonanz? Was ist das denn? Und zum Verschenken eines Gegenstands verwendet. Okay. Ja, die hatten wir, den Resonanz-Scheiß, den hatten wir doch schon ganz oft dabei. Ja, ist aber anders, glaube ich. Boah. Warum ist das hier so am Lecken? Ich will ja wieder raus. Alter, was ist dieser Feuerhagel, den du da machst? Ich? Ja, ja. Ich mach doch gar keinen Feuerhagel. Was? Ja, von den Gegnern? Ich sehe ja gar keinen Hagel, ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, nicht deine Skelettschützen da? Ich sehe einfach, nur so Pfeilhagel irgendwie von dir kommen. Ja, wenn das Pfeile sind, dann sind das meine Bogenschützen wahrscheinlich. Ja. So, das war Dina. Mein Gott. Boah, ich muss mein Inventar lernen. Ich kann hier nichts mehr aufheben. Der tut Headbang, der tut Headbang. Oh nein, sowas dulden wir hier nicht, Daniel. Das ist ein kinderfreundlicher Kanal. Ja. Oh, da sind viele. Oh mein Gott. Und die tun bei, die kommen bei 2 Sekunden pro Frame. Boah. Hast du überhaupt hier irgendwelche Pfeile? Ich sehe überhaupt gar keine Pfeile von meinen Leuten. Ey. So viele geht hier ja gerade ab. Ey. Wieder da rausfinden, ganze. Eine Güte, oh, ist da die am Lecken? Oh, oh, Leck, oh, 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 oh Gott! Oh, ich drücke, ich renne irgendwo hin. Oh, eine Obsidian-Resonanz. Oh. Mal sehen, bei wem das hier als erstes crasht. Da unten ist eine Schatztruhe. Da ist ein Magier. Oh, oh Gott, da kommt noch mehr.
Gib mir das Loot. Oh, zwei lederne Sachen. Infernaler Jadering. Geübter Nordburg. Nordburgen? Ist mal gut hier. Geht auf den los. Ja, weiß nicht, ob hier bei dir was ist. Ich sehe dich gar nicht mehr auf der Karte, was? Ich bin unten links hingegangen, wo du warst. Okay. Hier ist eine goldene Tour oder so. Was? Bei mir auch. Ja, da bin ich. Ach, du musst auch noch extra öffnen. Ja. Okay. Ja, dann machen wir mal einen Bogen und einen Ring. Ja, bei mir auch. Was? Ja. Warum leckert hier so, ey? Ja, weiß ich nicht. Sind hier so viele Gegner, ey? Glaub ich irgendwie nicht. Weiß nicht. Krieger, Eber, ich krieg hier nur lilane Sachen, ey. So. Machen wir noch einen Magier platt. Dann ist er direkt hier. Ich dachte, der lohnt sich nicht. Ja, wenn er schon hier ist, dann ja. Alles klar. Wenn wir ihn noch suchen müssen, dann... Nein. Ja, los, genau. Oh Gott. Mein Gott. Der ist tot. Alter. Dann bin ich weg. Ja, warte mal. Müssen wir noch was machen, will ich gerade. Was hast denn du für ein Schild da? Hast du einen guten Schild? Ich glaube ja, wieso? Ich habe zwei lila Schilder. Kleriker Dreieckschild der Befestigung. John besetzt der Meruna Panzer des Verteidigens. Erhöht 44% körperlichen Schaden, 136 auf Angreifen reflektierter Schaden, 5% verringern, erlitter Schaden bei Block. Ich glaube, meiner ist besser. 16% physischer Widerstand. Ich glaube, meiner ist besser. Nein, ich bin nicht in die Stadt. Ich habe bessere Heilung, was gut ist für meine Minion Skills, die mich heilen. Ja, wo ist denn die Mission hier? Na los, wir wollen hier raus, das ist voll am Lecken. Ja, gefällt uns gar nicht. Nein. Nein! Ach, oh, da ist ein Dicker drin, sehe ich gerade. Die hatten ja auch irgendwie, ich will ganz schön auf die zwei. Oh, du. Ich sehe meine Maus nicht da. Deine Maus ist direkt neben dir. Ah, oh, da bin ich auch. Nein. Warum war ich denn so low auf einmal? Boah. Nein. Can someone help me with Manjaza? What? So, was zum Baum ist da? Mahlzeit zusammen. Okay, irgendwie tun meine Minions sich jetzt irgendwie immer beschwören lassen ohne Probleme. Oder die sich gegenseitig überschreiben oder irgendwie so was. Ja, bei mir irgendwie auch. Aber warte mal, ich muss das mal in den Tal lernen. Das ist viel zu voll. So. Warte mal, müssen wir nochmal da rein? Hat doch gefehlt. Nein, wir kriegen die Echos nicht mehr davon. Nein. Aber wir werden nicht nochmal da reingehen. So, fertig.
Nein. 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 Will das nicht. Muss er deine Sachen verkaufen oder was? Ja, ich bin voll. Oh mein Gott, bin ich flach. Ich wünschte, die Erde wäre eine Fliege und ich eine große zusammengerollte Zeitung. Okay. So, unser nächster Ausflug geht in die Vulkanstadt. Yay. Das soll jetzt um diese Zeit richtig angenehm sein. Absolut, ja. Bis mein Raptor frisst. Ich weiß nicht, ob du größer wirst. Wahrscheinlich schon. Wir kommen halt nur nie mit. Oha. Was los? Nix. Ich komme schon wieder vom Himmel geflogen. Ein Glumanda. Oh, oh Gott, aua. Oh. Aua. Wer macht denn so viel Schaden? Aua, ich bin tot. Nein. Du ja so viel Schaden machen? Nee. Okay, hier ist auf jeden Fall alles weg. Mal wieder eine Truhe. Ist der besser, was ich jetzt habe? Und vielleicht 200 Rüstung. Das ist ja all. Irgendwie kriegen wir jetzt mehr Lila ins Zeug, habe ich so ein Gefühl. Ja, ich bin nicht sowieso schon mehr. Oh Gott, was ist hier los? Hier so viele Angriffe auf einen Haufen. Das wäre Kampf zwischen Dio und Jotaro. Aber nur so. Wer ist da? Der hat eine Aura. Er ist tot. So, hier ist wieder so ein Brunnen zum Interagieren. So, einen Groschen da reinwerfen. Oh nein, das habe ich mir aber nicht gewünscht. Oh nö. Los, na los. Doch, wer ist er?
Und er. Warum war der eine? Ja, ja. Warum war der andere so schnell tot? Weil ich ihn angegriffen habe. So. Der Magier ist auch direkt hier. Frage beantworten. Weil ich ihn angegriffen habe. Ist da auch so ein Boxhandschuh-Typ drin oder ist das nur den seine Leiche? Das sieht aus, als wäre dieser so ein Roboter mit so Boxhandschuhen. Ich mach mal auf. Teleportiere ich gefällt nicht weg. Ich habe ja gerade Zeug reingesendet. Ja. Wo ist er? Da ist er. Na, ist er weg. Plus 8 Rüstung. Aber zum Alter. Das ist Stiefel plus 6 Rüstung. Level 60. Ja. Ich mich doch ein bisschen gerippt auf. Oh nein, das ist ein Alpha. Das ist ein Alpha-Mensch. Es war das Alpha-Männchen. Jetzt bin ich das neue Alpha-Männchen. Der stürmische Wirbelsäulenroute der Aufladung. Nahkampfschaden, Zauberschaden, boah. Hätte wohl mal irgendwann mal wieder so ein Ding bekommen, was mehr Fertigkeitspunkte gibt. Weil das fände ich richtig gut. Irgendwie so ein Schlitz. Irgendeiner Gegner hat auch so einen Schlitzangriff wie meine Säbelzahnkatze. Wenn ich die, wenn ich den einsetze, wenn die in einsetze, sieht da voll krass aus. Okay. Ja, wie so in alten Cartoons irgendwie, wenn die in so eine Staubwolke irgendwie drin sind. So. Ah, der Joker, Daniel, der Joker kommt. Ja, ja. Gesehen. Er wird sogar von Mark Hamill gesprochen. Ja, war das Mark Hamill? Ja, das war Mark Hamill. Okay. Neuer Main für dich? Weiß ich nicht, mal sehen. Wenn wir jeweils mal wieder dazu kommen, das Spiel zu spielen. Ja, kommt er nächsten Monat wieder raus, habe ich gehört. Wir sind aber ein bisschen beschäftigt mit zwei anderen Spielen. Also wir brauchen jetzt nicht noch ein drittes Spiel. Dabei fehlt ja nur ein Gegner irgendwo. Ein Ding, ja. Können wir vielleicht machen, wenn wir mit hier mit Last Epoch fertig sind. Ja, ja. Weißt du, wir werden so schnell wir fertig. Fertig sein. Niemals dann, das lasse ich nicht zu. Ja, maximal Level ist aber schon 20, ne? Oder? Was? Nein. Nein? Nein? Ich dachte, ab 20 tust du nichts mehr freischalten. Nö, klar. Da kommen noch Sachen. Ja? Ja. Also später, meinst du? Ich hab schon wieder Level 40 gesehen und so. Okay. Ich weiß nicht, was das Maximum Level ist im Moment. Na, jetzt komm mal raus. Ja, bevor du dem... Ich glaube aber nicht, dass es da irgendwas gibt, was man freischaltet nach Level 20. Ja, das weiß ich nicht. Mein Gott. Jetzt bin ich hier hochgelevelt, weil ich
Erfahrung eingesammelt.